Hallo und willkommen zu einer weiteren kurzen Messervorstellung. Heute mit einem Messer der Firma Kershaw und zwar dem AM3. Das ist das gute Stück, mit dem ich auch eine, ja, ich will nicht sagen, innige Liebe verbindet, aber ich bin schon schwer begeistert von dem Messer, auch nach all der Zeit. Es handelt sich hierbei um ein Elmar-Design und sind natürlich im Original von diesem Messermacher für die Normalsterblichen kaum erschwinglich. Aber hier handelt es sich mal um ein bezahlbares Modell, das Kershaw aufgelegt hat. Ja, wir haben eine Länge geschlossen von 9,8 cm. Geöffnet sind wir bei 17,5. Die Öffnung erfolgt entweder über diese Daumenpins, ich kenne aber keinen, der dieses Messer so öffnet, oder eben über den Flipper-Tab. Und das sollte man auf alle Fälle so öffnen, weil es sich hierbei um einen Assisted Opener handelt. Das heißt, die 42A-Konformität ist nicht gegeben, zumal dieser Stachel auch verriegelt. Aber es ist halt unglaublich schön, das Messer zu öffnen, diese sehr ansprechende Klinge im Spearpoint-Design hervorschnellen zu lassen. Ja, 8 cm misst die Klinge, hat ein leicht mattiertes Finish. Hier nur den Kershaw SpeedSafe Aufdruck und auf der Rückseite ein Hinweis auf die Nummer, das Patent, Elmar Design und den Stahl, sowie hier ein Hinweis auf Fertigung in China. Ja, wunderschönes Teil. Der Stahl ist ein 8CR13 MOV, also da keine großen Überraschungen. Wir haben einen Framelock, das ist vielleicht auch ganz neckisch noch anzumerken. Der verriegelt auch gut. Und man merkt, wie ich hier schon im Sieb drücken muss, um das Messer zu schließen, damit sich die Feder wieder spannt und zur nächsten Öffnung bereitsteht. So. Also wirklich wunderbar. Ich liebe auch das Geräusch. Könnte man ewig mit rumspielen. Aber kommen wir zurück zum Messer. Denn der andere Star ist dieses polierte G10. Das hat eine sehr, sehr ansprechende Optik. Und die Haptik ist fast noch besser. Das ist ein regelrechter Handschmeichler. Wunderschön. Man hat hier nochmal Akzente gesetzt, ne, bei den die Platinen verbinden den Schrauben. Hier die roten Akzente. Ja, es gibt auch einen Clip. Der ist nicht ganz Deep Carry, aber wer wird denn kritisch sein? Ja, Lanyard Hole wurde verzichtet. Das ist hier aber auch nicht notwendig und hätte sicherlich der Anmutung einen gewissen Abbruch getan. Ja, und mit einem Gewicht von 70 Gramm kommt man hier natürlich auch sehr weit, wenn man das einstecken hat. Ein wunderschönes, schlankes, spitzes Messer, das ich einfach mal zeigen wollte. Ja, das soll es schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Messer.